Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass du wieder reinlohnst. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Bock mitgebracht. Ich bin wieder über den Berg, so gesagt. Was so viel heißt, ich habe mich wieder einbekommen. Und wie ihr vielleicht schon seht, habe ich. Ja, ich war farm. Ich habe mir Heißalbe wieder hergestellt. Oder ich musste mir Heißalbe herstellen, weil ich wahrscheinlich sonst diesen Bosskampf, der jetzt vor uns steht, nicht schaffen werde. Deswegen war ich auf einer großen Insel und habe mir dort Ton geholt. Und somit habe ich wieder etwas Heißalbe. Das ist jetzt nicht alles, was ihr da unten seht, denn ich habe wirklich alles komplett ausgezogen, nur das Wichtigste mitgenommen. Und am liebsten hätte ich mir noch Rüstung gebaut, aber leider Gottes habe ich kein Leder. Wie kann man das überleben? Ach so, der macht da so ein. Ach du Scheiße. Okay. Bin ich in die Sackgasse da rein? Scheiße. Oh Gott. Scheiße, ey. Scheiße, wie soll man das schaffen? Oh Gott, okay. Lol. Okay, ich lasse mich nicht unterbekommen. Wir gehen wieder rein und ich habe richtig viel Bock. Hallöchen. So, der erste Versuch hat nicht geklappt. Oh Mann. So, wie viel nehme ich mit? Also ihr seht, so viel habe ich gar nicht, weil ich nur eine Insel abgegrast habe. Und dummerweise, huch, da leider gab es da nicht so viel Ton. Ja, so, du musst natürlich auch nochmal was freezen. Das heißt, ich baller mich jetzt hier wieder voll. Erstmal. Okay, also wenn er diese Springattacke macht, muss ich anscheinend irgendwo hin. Ich weiß aber leider noch nie, wohin. Das ist so das Problem noch an der Nummer. Nein. Es ist ja unfassbar. So, bitte legen Sie das wieder zurück. Ich hoffe, dass der eine Speer jetzt reicht. Ich nehme mir noch einen mit für den Notfall. Hier speichern. Und gehen wieder zurück. Okay. Ja, das wird nie einfach mit dem Equipment. Ich habe es schon gesagt, am liebsten würde ich mir Rüstung bauen. Aber es gibt leider nicht so wirklich eine Farming-Spot für Leder. Also die ein, zwei Schweine, die da immer nur auf den großen Inseln sind. Das nützt mir halt nichts, weil wir gucken nochmal. Für ein Rüstungsteil brauche ich halt immer schon 4 Leder. Ne? Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, wenn ich jetzt jedes Mal sterbe und jedes Mal auch dann die Rüstung verliere, ist es unmöglich, so viel Rüstung zu bauen, wie ich eigentlich hier bräuchte an der Stelle. Weil ich bin mir sicher, dass ich dann vielleicht auch den einen oder anderen Hieb so ein bisschen aushalten werde. Und im Grunde genommen komme ich hier eigentlich unter erschwersten Bedingungen hin. Bisher, jetzt habe ich halt noch ein bisschen Heilsalbe. Wir wissen aber alle, was passieren wird, wenn die weg ist. Dann muss ich halt ohne Heißalbe da rein.
Und das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen unangenehm, ne? Ja, ich habe mir fest vorgenommen, mich nie noch mal so aufzuregen. Mir tut es wirklich im Herzen weh, wenn ich mir diese Folgen angucke, weil ich bin dann auch wirklich einfach komplett im Rage gewesen, ne? Ich bin viel zu emotional an diese Geschichte auch drangegangen. Aber ihr müsst halt verstehen, dieses ganze Dilemma ging los mit dieser Wind, mit diesen Segeln da. Und es hat mich so mental so fertig gemacht, dass alles, was danach kam, nochmal over the top war, so gesagt, ne? Also ich kam einfach nicht mehr raus aus dieser Frustration. Und dieser Bossfight jetzt ist natürlich nochmal, ja, genauso frustrierend für mich, weil ich nie so richtig Equipment habe. Und das ist einfach, ja, deswegen so doof ist. Aber wir müssen da jetzt durch, oder ich eigentlich, ne? Shit, jetzt gehe ich ja so im Kreis, ne? Was macht denn der? Okay. Oh, was ist das denn jetzt? Hallo? Entschuldigung. Okay, komischerweise hat mir das weniger abgezogen als den seinen Sprungscheiß. Boah. Okay. Machst du jetzt? Oh. Oh Gott. Wow. Wow. Okay. Wow. Das war's? Okay, lol. Leder, ja, danke dafür. Hey, krass. Okay. Alphas Kopf. Speichern. Okay, ich habe halt super viel Glück gehabt, ne, mit dem, dass der mich da gepackt hat und nie gesprungen ist, weil das hat mir irgendwie mehr abgezogen. Den sein "Ich beiß mich in dir fest" Move war für mich sogar chilliger. Okay, jetzt sind noch nicht mal 8 Minuten vergangen und ich habe es halt jetzt geschafft, ne? Lol. Und das sind dann so die Momente, ne, wo man dann rückwirkend sich denkt: Warum hast du dich so aufgeregt? Olaf. Du bist so ein Schwein, ey. Hä? Ist mit dem? Okay. Erstmal chillig hier umgucken, oder? Jetzt habe ich mir sowas von verdient. Ach so, lol. Ich muss da gar nicht runterspringen. So. Hä? Ein Trottel. Was ist das? Du kannst jetzt erforschen Titanhaken. Titanaxt. Ja, lol. Titanschwert. Oh mein Gott. Titanpfeil. Oh, und ich habe so wenig Titan. Ich kann mir nichts von dem geilen Scheiß bauen. Jo, ey, Olaf, wirklich. Ich nenne dich jetzt auch Olaf, weil Olaf auszusprechen ist so schwierig. Olaf, ey, wirklich. Bist echt so ein Schwein, ey. Ich kann das gar nicht glauben, ey. Dass ich
jetzt schon geschafft habe, er. Lol. Okay, Gefängnis, finde ich das nochmal? Das war doch hier gleich irgendwo, oder? Oh, okay, ich kann mich heute sogar noch nicht mal so richtig freuen, Leute, weil ich so... Ich hatte auch so ein bisschen Angst, heute in die Folge zu kommen. Weil ich mich so daneben benommen habe. Oh, Cutscene, Leute. Was ist denn los? The survivors were left with nothing. Yet they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world and brought back hope. Now Utopia stands free once again thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Lol, oder? Okay. Ich habe die jetzt halt alle befreit. Ich klau erstmal schön hier den Stand leer. So frech, ey. Na gut, aber ich habe die ja alle befreit jetzt hier, die Peebles, ne? Okay, ich kann jetzt mit euch allen quatschen. Hadid. Myself ended up working in a raft town instead. But I'll tell you, I'm really good at building rafts. I used to build boats before the flood. It wasn't as fun, if I'm honest. Rafts are magical in their own way. Don't you agree? Okay, Larry macht sich einen Dicken. I can't believe we ended up like that. Listening to Olaf was a mistake, to say the least. I need to get better at reading. In hindsight, yes, Olaf did seem a bit maniacal. Don't worry, I'm disappointed in myself too. Aber wir haben jetzt keinen neuen Code bekommen. Ist das schon das Ende von dem Spiel? Alleine, dass ich so eine Frage stelle. Guck mal da. Das ist wirklich so eine Ironie auch. Diese Kisten, ey, wirklich. Und da seht ihr immer noch das Ding. Wie dumm ich war die ganze Zeit, dass ich irgendwie diese Treppen gebaut habe. Ich hätte die ganze Zeit die Säulen versetzt. Hallo? Entschuldigung. Hätte ich hier hinbauen können und es wäre auf dasselbe hinausgelaufen. Und ich hätte aber nicht die ganze Zeit diesen komischen Kistenglitch gehabt und hätte mich so aufregen müssen. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Okay, kann ich mir noch so Traumfänger gelöt in die Bude hängen? Was ist das? Wie viel Platz habe ich denn noch? Ah ja, ich habe ja den Rucksack gar nicht mit. Sind das so Lampen? Weil, das würde ich schon gerne mitnehmen. Das sind doch Lampen, oder? Utopia, Leuchtflasche, geil. Okay, Pilz. Oh, geil, Pilze. Oh, nee, Kartoffeln sind das. Mein Gott. Pilze wären natürlich geil. Die brauchte ich nämlich zum Kochen wieder. Okay, jetzt ist hier so ein fetter Handelsposten. This Olaf fellow doesn't seem like the nicest type. Okay. Wer bist du? Detto. Maybe they'll listen after this. Das ist Detto? Ich dachte, Detto sieht anders aus. Okay, das sind jetzt halt diese ganzen People. Ja, ich bin super glücklich, weil du nämlich ein richtiges Schwein bist. Dein
Blöden Bomben. Ja, Leute, ich mache kein Hehl draus. Ich habe es zwischendurch schon gesagt. Ich habe leider irgendwann. Okay, ich bin halt super gierig, oder? Egal. Ich habe halt irgendwann den Bezug zur Story verloren, leider. Deswegen kann ich jetzt hier wenig Infos mit reinbringen und Gedanken. Tut mir wirklich sehr leid. Ist eigentlich auch gar nicht so meine Art. Aber ich habe es schon häufig wahrscheinlich erklärt. Dadurch, dass die Stimmen auch für mich so leise sind und ich das nie lauter stellen kann und die Texte so schnell da unten durchhuschen. I'm so unlucky. I fled Tangaroa. Ja, kommt die Story nicht so Such prägnant a thing. rüber irgendwie. Then I found Utopia. And this whole thing happened. I just want to tend to a garden in peace. Maybe I can do that Okay. now. That was so scary. Oh, I'm still a bit in shock. Good job dealing with that Olaf fella. Let's make sure it doesn't happen again, okay? So Safe Space haben die irgendwie auch nicht so Indus, oder? Okay, kann das wirklich sein, dass das jetzt hier das letzte Gebiet ist? Ich guck mal kurz ins Tagebuch rein. Utopia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich dachte aber, ich hätte irgendwas gelesen von 13 Gebieten. Haben die schon wieder nachgelegt? Lol. Okay, ich gucke jetzt mich noch mal ein bisschen hier um. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verpeile. Ich habe jetzt auf jeden Fall keinen Code bekommen. Und das. Was bist du denn Geiles? Oh, nee. Kann ich dich irgendwie bedienen? Nee. Das sieht ja dann danach aus, dass das wirklich war jetzt. Was habe ich denn da für eine Information mir eingeholt? So vom Fighting her und dadurch, dass jetzt auch alle Leute, die so Thema waren, wenn man jetzt auf die Story guckt, hier sind und befreit sind, würde es ja passen, ne? Dass es das jetzt war. Das ist ja witzig. Vanessa. Ja, also ich habe. Was ist das? Na gut, da würden auch. Was habe ich jetzt gesagt? 10, 11, 12, 13. Also, es würden tatsächlich noch vier Gebiete hinpassen. Davon mal abgesehen. Okay, jetzt renne ich hier nur auf dem Marktplatz rum. Wo komme ich denn hier raus eigentlich? Ich muss doch jetzt nie immer über diese Kisten springen, oder? Wo ist denn hier ein Ausgang von dem Markt? Komme ich hier raus? Nee. Sieht jemand was? Muss ich wirklich jetzt meine Treppe hier benutzen? Okay, es speichert. Guck mal, da haben die gleich Licht angemacht. Okay, ich bin ja offensichtlich hier schon gewesen, ne? Aber ich. Ah ja. Hier hatte ich. Ah ja. Ja. Hier ist jetzt die Nummer. Lol. Die sind wieder da, die Jungs.
Das ist ja witzig, okay. Okay, also ich kann euch jetzt gar nicht fragen, für die, die das wissen. Na, weil ich ja wieder vorproduziere. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich googeln, ob das das jetzt hier war, das Thema. Das würde mir tatsächlich ein bisschen recht kommen gerade, weil in der Zeit, wo das jetzt läuft, Sons of the Forest anläuft. Und ich schon überlegt habe, wie ich das manage. Dass ich das unter einen Hut bekomme, so gesagt. Und wenn jetzt Raph wirklich sowieso vorbei wäre. Dann wäre das ehrlich gesagt perfekt für mich jetzt gerade tatsächlich. Ich kann auch die nach unten geht's nicht. Ich muss nach oben, ne? Ja, okay. Ja, Leute, ich habe wirklich die Vibes jetzt gerade. Ich habe die ganzen Leute befreit. Das macht schon voll Sinn, oder? Dass es so ist. So geil, wie er sich da noch sein Porträt aufgehangen hat. Dieser Sack, ey, wirklich. Also Olaf, wirklich, den halte ich nicht in guter Erinnerung. Den mochte ich überhaupt nicht. Ja, also Leute. Ja, wie macht man denn das jetzt? Wartet mal, jetzt muss ich selber erstmal ein bisschen planen. Das mache ich jetzt schön hier in der Folge. Wir haben jetzt die Montagsfolge. Ihr müsst verstehen, jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, ist halt noch Januar. Und ich überlege jetzt gerade, ihr seht das halt jetzt im Februar, in der letzten Woche, ne? So. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwer, jetzt gerade das einzuschätzen. Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall... Die Frage ist ja jetzt, hier komme ich jetzt nicht noch mal rein... Ich würde jetzt auf jeden Fall am Mittwoch noch mal eine Folge machen. Dann würde ich meine ganzen Informationen mitbringen. In Form, ob ich dann herausgefunden habe, ob Utopia jetzt das letzte Storygebiet ist. Dann würde mir einfach noch ein gemütlich die Folgen ein bisschen ausklingen lassen. So gesagt. Ja, und dann würde ich mich tatsächlich verabschieden, wenn es jetzt wirklich so ist, Leute. Es sieht aber verdammt danach aus. Wie gesagt, es steht natürlich noch super, super viel auf dem Titan gelöt, ne? Ihr kennt die Nummer. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, Sons of the Forest ist mir halt super wichtig. Das ist wirklich mein Spiel, auf was ich so lange warte. Und das würde ich wirklich gerne auch auf dem Kanal machen. Und dann würde ich mir die Zeit jetzt wirklich komplett für Sons of the Forest gönnen und Raph dann einfach beenden. Auch wenn ich auf jeden Fall nie alles habe, was man hier noch machen könnte. Ne? Die ganzen Baupläne und so weiter.
Das ist ja dann bei mir alles nicht dabei gewesen. Aber ich würde den Spielstand auf jeden Fall behalten. Denn ich würde gerne in Zukunft so ein bisschen Streaming auch machen. Und dann finde ich das eigentlich nochmal ein ganz schönes Ding zwischendurch. Da mal nochmal so ein bisschen zu bauen und ein bisschen zu sammeln und so. Ihr kennt es doch. Deswegen würde ich den Spielstand dann auf jeden Fall offen lassen. Und wenn sich eine Gelegenheit ergibt und ihr Bock habt, dann lohnt sich da noch mal rein, so gesagt. Wie gesagt, all diese Informationen sind jetzt natürlich ohne Gewähr, weil ich jetzt nach der Folge erstmal lunzen muss, ob das jetzt wirklich hier vorbei ist, die Folge. Na? 14 Titanen habe ich, aber wenn ich mir jetzt sogar noch Werkzeug und alles bauen kann, und wir gucken mal, was wir für das Werkzeug eigentlich so brauchen. Achso, wir müssen ja erstmal forschen, würde ich sagen. Guck mal hier. Bams, Pfeile sogar. Richtig heftig. Titanaxt, übel nice. Titanhaken. Fett, oder? Das ist natürlich richtig geil, Leute. Wir brauchen für alles. Wir brauchen da 2 Stück von. 3 sogar dann hier. Das wird natürlich super lange halten, ne? Bin ich mir absolut sicher. Dass das richtig geil abgehen wird. Das Schwert macht mich natürlich total an. Muss ich sagen. Und die Pfeile sind auch krass, ey. Okay, liebe Leute. Dann würde ich vorschlagen, also ihr müsst mich nicht verstehen. Ich bin so ein bisschen schon wieder verwirrt, weil ich jetzt halt vor der Folge noch mal 1,5 Stunden farm war. Damit ich diesen Boss habe, weil ich so frustriert war in den letzten Folgen und ich einfach heute alles besser machen wollte. Und mich nicht so treiben lassen wollte von der schlechten Stimmung und dem Frust. Und deswegen hat mir das Farmen auch ganz gut getan. Und jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, wie witzig das halt ist, dass ich so viel Zeit investiert habe. Mit dem Gedanken, dass ich jetzt noch mal 3-4 Folgen an diesem Boss stehe. So war ich mental eingestellt jetzt. Und jetzt lege ich den halt nach 8 Minuten. Und dann erfahre ich noch, dass jetzt wahrscheinlich hier das Spiel auch aufhört. Sorry, ist einfach nur genial. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand draußen witzig findet, aber ich finde das witzig. Liebe Leute, ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Reinlunzen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch nochmal. Dann bringe ich euch meine ganzen Informationen mit. Und dann machen wir noch ein bisschen was Gemütliches. Und dann, ja, verabschiede ich mich auf jeden Fall, wenn es so ist. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute, und bis bald bei Raft. Macht's gut. Tschüss.